Ist das der Durchbruch auf der Suche nach Leben auf dem Mars? Eine Studie sagt jetzt, die seltsamen Strukturen, die der Curiosity Rover letztes Jahr auf dem Mars fotografiert hat, sind Spuren von Leben. What? Das wäre wirklich der Hammer. Klicks um Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Sind das die Hinterlassenschaften eines Marswurms? Wenn man so etwas hier auf der Erde finden würde, wären solche Fossilien ganz klar tierischen Ursprungs. Wir haben ja hier schon öfter über Leben auf dem Mars berichtet und die Möglichkeiten, dass es tatsächlich zumindest in der Vergangenheit möglich war, ja, die sind exorbitant. Immer wieder werden Indizien gefunden. Überall im All werden Hinweise darauf gefunden, dass Leben vielleicht nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall im Weltall ist. Dann wäre der Mars einer der Top-Kandidaten für Leben. Was der Mars-Rover Curiosity am 15. Dezember 2017 fotografiert hatte, das ist wirklich atemberaubend. Auf dieser Aufnahme sind oben auf einem Stein Spuren zu sehen, die hier auf der Erde ganz klar Lebewesen zugeordnet werden würden. Als erstes berichtete der amerikanische Journalist Leonard David über die Entdeckung, recherchierte weiter und befragte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu der Entdeckung. Einer war Ashwin Arvasavada, Wissenschaftler vom Mars Science Laboratory, so der Curiosity-Projekttitel. Er sagte zu Leonard David über die Möglichkeit, dass es sich um Versteinerungen handelt, also Spuren von Leben. Wir schließen es nicht aus, aber das wird sicher nicht unsere erste Interpretation sein. Und wenn einiges darauf hindeutet, ist noch fraglich, ob die Instrumente des Mars Rovers Curiosity überhaupt ausreichen, um das zu bestätigen. Die neuesten Fotos bestätigen jedenfalls den Eindruck des tierischen Ursprungs. Sie sind rund 1 bis 2 mm dick und 5 mm lang, wie die Versteinerung der Hinterlassenschaft eines Wurms. Der Astrobiologe Barry D. Gregorio von der University of Buckingham: Diese Strukturen gleichen Lebensspuren aus dem Ordovizium, die ich selbst schon hier auf der Erde untersuchen und fotografieren konnte. Und er hat jetzt weiter geforscht. Er und seine Kollegen haben die Strukturen mit Hilfe eines 3D-fotogrammetrischen Bildanalyseprogramms untersucht und er ist jetzt davon überzeugt, dass diese Strukturen tierischen Ursprungs sind. Es wären Spuren sogenannter Bioturbation. Das heißt, dass hier Würmer oder Muscheln Gänge hinterlassen haben, die sich dann mit Sediment gefüllt haben. Laut NASA handelt es sich bei dem Fundort Haroldswick im Gale-Krater um einen ehemaligen Frischwassersee. Für die Gregorio passt damit alles zusammen. Zitat: Die Farbe und Textur der Strukturen auf dem Mars sind deutlich dunkler als das sie umgebende Gestein. Die länglichen Strukturen gleichen in auffallender Weise Planolithes oder Thalassinoides Bauten des irdischen Ordoviziums vor 485,4 bis 443,4 Millionen Jahren. Bei genauerer Betrachtung scheinen die Strukturen in das Umgebungsgestein ein- und daraus hervorzutauchen, ganz genauso wie Beispiele irdischer Bioturbation. Die Größe der Strukturen auf dem Mars ist ca. 10 mm lang und scheint falsche Verzweigungen aufzuweisen, die sich mit anderen kreuzen. Dieses Merkmal spricht gegen die Vorstellung, dass wir es hier mit einer Struktur zu tun haben, die durch eine schrumpfende mineralogische Rissfüllung entstand. Er widerspricht damit der NASA-Interpretation, nach der es sich um rein mineralogische bzw. kristalline Rückstände oder die Reste von mit fossilierten Sedimenten in Hohlräumen handelt. Sollte unsere Hypothese also zutreffen, so würde dies bedeuten, dass auf dem frühen Mars mikrobisches und mehrzelliges Leben vielleicht schon 1 Milliarde Jahre früher entstand als auf der Erde. Ein Frischwassersee auf dem Mars vor rund 3,5 Milliarden Jahren würde dann nahelegen, dass der Mars und nicht die Erde die erste blaue Murmel in unserem Sonnensystem war. Während die NASA den Fundort nicht näher untersucht hat und eine chemische Analyse fehlgeschlagen ist, will die Gregorio unbedingt mehr über den Fundort erfahren, ob er sich durchsetzen kann. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Leben soll ja auch auf Exoplaneten in der habitablen Zone rund um ihre Heimatsterne möglich sein. Raumzeit, Vlog der Zukunft, stellt die 5 vielversprechendsten 2018 entdeckten Exoplaneten hier vor. Unbedingt draufklicken. Sehr, sehr spannend. Die stecken ja immer eine Menge Arbeit in ihre Videos, also unbedingt abonnieren. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.